Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Numina. Kurz vorneweg das Problem, das ich bei der letzten Aufnahme hatte, glaube ich, oder vorletzte Aufnahme, mit dem Soundtrack ist seit dem 3.7. behoben. Also mit den Musikstücken, die doppelt laufen. Ich habe gerade gesehen, es gab ein Update und wir können jetzt normal weiterspielen. So. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Räumt sofort das Lager und bringt den Gefangenen zum Sammelpunkt. Diese Stimme. Sean, schnell, sie sind gleich hier. Sarah, du lebst. Okay. Sean, ich hätte nicht gedacht, dass ich dich so einfach finden würde. Alles in Ordnung? Du siehst blass aus. Du hast das eben nicht gesehen, diese Vision? Ich weiß nicht, was du meinst. Vielleicht solltest du dich auch untersuchen lassen. Aber ich bin froh, dass ich dich gefunden habe. Ja. Okay. Wo sind die anderen? Sucht euch ein Zimmer. Wo sind die anderen? Hallo? Okay, hier fehlt eine Textbox. Auch gut. Oder das Event musste man jetzt wegdrücken. Ich? Aber heißt das Raphael, Cassandra und Masame sind wohl auf? Cassandra ist verschwunden, aber Masame und Raphael sind in Kailum. Als Aziel uns angegriffen hat, ging plötzlich ein grelles Licht von dir aus, Sean. Es war genau wie beim Wolkentempel. Ein Seelenfunke. Und als es weg war, habe ich mich am Waldrand wiedergefunden. Aziel und seine Truppen waren verschwunden. Ich verstehe es noch nicht ganz, aber dieses Licht, was du gesehen hast, ich glaube, es kommt von Hexe. Und ich glaube, es hat uns auch schon damals beim Wolkentempel das Leben gerettet. Schutzgeister, wer weiß, wozu ihr in der Lage seid. Sean, Kailum ist nicht mehr weit von hier. Ich habe Raphael und Masame in der dortigen Akademie untergebracht. Konnten Sie Raphael schon untersuchen? Ich habe nichts gedrückt. Es ging von alleine weg. Lass uns das vor Ort besprechen. Komm. Also auf nach Kailum. Okay, dieses Spiel hat noch so seine Schönheitsfehler, Bugs, wie man es auch immer nennen möchte. Bevor wir nach Kailum gehen, gehen wir hier an den Turm an der Küste. Das stört mich tatsächlich. Warum kann ich hinter dem Turm nicht entlanglaufen? Also, dass ich hier nicht entlanglaufen kann, okay, da ist eine Klippe. Aber hier? Warum kann ich hier nicht entlanglaufen? Entschuldigung, aber das macht keinen Sinn. So, genau, diesen Turm können wir nämlich erklimmen. Bekommen hier eine Giftbombe. Bekommen hier die Flamme des Mutes. Gab es nicht auch bei Digimon die Flamme des Mutes? Weiß ich gerade nicht. Dieser verdammte Turm. Wenn ich mich nicht verzählt habe, bin ich jetzt schon fast 200 Tage hier. Und warum? Ich bezweifle, dass hier irgendwann irgendwelche Piraten oder anderes Gesindel an der Küste auflaufen. Kaum Zivilisation, kaum bedeutender Handel mit anderen Ländern. Warum wurde ich hierher versetzt? Vielleicht war es eine Art Rache von Dylan für den einen Abend, an dem wir ihn nackt und ohne Kleider aus den Baracken gesperrt haben. Dieser kleine Pisser. Der Turm ist komisch. Der versteckte Eingang, die Treppen, die rund um die Außenmauer nach oben führen. Ich glaube, ich habe gestern einige davon kaputt gemacht.
Ich hoffe, das wird mir nicht vom Sold abgezogen. Genau, dafür bekommen wir ein Achievement. Ich weiß gerade leider nur nicht mehr, wie das heißt. Und hier ist dann der versteckte Eingang, Ausgang, wie auch immer. Ja, die Flamme des Mutes macht, glaube ich, genau, erhöht die Stärke des Trägers. Aber mir ist gerade der Giftschutz lieber, deswegen behalte ich den. Und jetzt geht's auf nach Kailum. Ganz viele Leute. Der ist cool. Lass mich gefälligst in Ruhe und wehe dir, du wagst es, mich nochmals anzusprechen. Jetzt hau endlich ab, verzieh dich. Was? Schon wieder du? Na gut, lässt du mich in Ruhe, wenn ich dir eine kleine Süßigkeit gebe? Na gut, her damit. Hier. Und jetzt will ich dich nicht mehr sehen. Zuckersüße Erdbeertorte. Yay. Diese zuckersüße Erdbeertorte gibt einfach mal plus 10 maximale LP. Ich weiß aber noch nicht, wem ich die geben will, deswegen gebe ich sie niemandem. Wusstest du, dass die Ekklesia hier in Kaelum von Gerard konzipiert wurde? Der Architekt von Proserpina selbst. Ich habe einige Sammelwerke mit Konzeptzeichnungen und Bauplänen anderer Werke von ihm in meiner Sammlung. Herzlichen Glückwunsch. Ist dir mal aufgefallen, dass manche Leute sowohl die Organisation sowie auch die Tempelstätten als Ekklesia bezeichnen? Eigentlich heißt nur die Organisation so, das andere sind Tempel. Ich verstehe nicht, warum die Leute nicht einfach den richtigen Begriff verwenden wollen. Bin ich der Einzige, der sich darüber Gedanken macht? Vermutlich. Und hier bekommen wir einfach so einen Totentempelstab. Weil, wieso nicht? Ich muss ehrlich sagen, in Kaelum habe ich mich gar nicht so gründlich umgeschaut. Also so das Offensichtliche habe ich mitgenommen und den Rest halt nicht. Der Totemstab können wir aber noch nicht ausrüsten. Dafür fehlt uns noch das richtige Partymitglied. Solange diese Waffe ausgerüstet ist, erlernt der Träger den Zauber Giftflammen und hat Schutz vor Dunkelheit. Die Dinkelheit kommt. Genau. Oh, hier hat so viele Menschen. So viele alte Menschen. Haben Sie schon die nahegelegene Ekklesia besucht, junger Herr? Ich gehe regelmäßig dorthin. Alte Tugenden will man schließlich nicht aufgeben, oder? Auf den ersten Blick mag es nicht so aussehen, aber die Lage hier ist sehr angespannt. Angeblich haben die Rebellen den Wolkentempel in die Luft gesprengt. Die Leute sind besorgt, es könnte zu weiteren Anschlägen in der Gegend kommen, nach dem, was im Wolkentempel passiert ist. Was ich doch nur für ein Pech habe. Was hat sie denn? Was ist passiert? Ich habe alle meine Regenbogenmurmeln während des Stadtrundgangs verloren. Jede einzelne, wenn das keinen Krach gibt. Krach? Zu Hause? Ja, ganz fürchterlichen. Wir sollten ihr helfen. Kann ich dir helfen, die Murmeln zu finden? Würdest du das wirklich tun? Das wäre sehr freundlich von dir. Dummerweise werden die Murmeln in der ganzen Stadt verstreut sein. Ich hatte insgesamt 7 davon und jede hat eine andere Farbe des Regenbogens. Kennst du die Farben überhaupt? Klar. Danke dir. Man kann sich nicht daran satt sehen, nicht wahr? Als ich noch jung war, gab es eine Tradition, einen Wunsch auf ein Zettelchen zu schreiben und unter den Baum zu legen. Mit der Zeit haben das aber zu viele Leute gemacht und der ganze Platz war voll mit Papier. Ha. Ja. Ich kann die Einstellung der Puristen sehr gut verstehen. Der ganze neuartige Technologiekram schafft doch nur neue Probleme. Ich bin zufrieden mit dem etwas ländlicheren Leben hier und ich habe eine Zeit lang mehr in Chur gelebt. Mir kann also keiner vorwerfen, nicht zu wissen, worüber ich rede. Okay. Noch 6 Murmeln. Sprich mit meiner Frau, wenn du an meinen Rüstungen interessiert bist. Wir verkaufen hochwertige Rüstung, gefertigt mit den magischen Werkzeugen meines Mannes. Okay. Wir haben hier den Harnisch, die Laufstiefel und den Morgentau. Der Harnisch macht zwar echt gut Verteidigung dazu, aber ich hole mir dreimal das hier. Ja.
Ja. Macht halt schon noch mal einen Unterschied. Auch wenn die Gegend hier ziemlich ruhig ist, sind die Wachen hier rund um die Uhr im Einsatz. Sehr gut. Da ist noch eine Murmel. Und hier haben wir noch ein Elixier. Da ist verschlossen. Okay. Also ich hoffe tatsächlich, dass dieser Patch was gebracht hat und nicht ständig doppelt Musik kommt. Hoffe ich einfach. Frischer Fisch. Hier gibt es den frischesten Fisch aus ganz Kaelum. Siehst du den Schmied drüben? Ich komme oft her, um ihm zuzusehen. Moment, das klang jetzt komisch. Ich meinte wegen dem Hammer, den er einsetzt. In der Akademie haben wir gelernt, dass sehr viele einfache Künste durch die Noetik einen neuen Aufschwung erhalten haben. Schmiede wie er benötigen keine große Werkstatt mit Schmelzofen und dergleichen mehr, weil ein einfacher verzauberter Hammer den Stahl so zu formen vermag, wie er es benötigt. Eine herrliche Symbiose aus der alten und neuen Welt, findest du nicht? Ja, schon cool. Rebellen haben den Wolkentempel zerstört. Könnt ihr euch das vorstellen? Warum sollten sie so einen abgelegenen Tempel zerstören? Ja, gute Frage. Wieso? Hier ist noch eine Murmel. Wenn ich meine Ausbildung abgeschlossen habe, möchte ich Spruchweberin in Chor werden. Was genau ist eine Spruchweberin? Jemand, der neue Zauber erschafft. Es ist sehr komplex. Aber stell es dir vor, wie jemand, der ein Kochrezept schreibt. Ich schätze, dass es nicht ganz so einfach ist. Richtig, viele studieren Jahrzehnte dafür. Deswegen widmen sich die meisten auch einem anderen Studium. Wo ist Paolo nur hin? Er ist schon seit Tagen nicht mehr in seiner Werkstatt. Ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Hier können wir leider nur zu dem hier. Ist da jemand? Antworte. Ja, ist alles in Ordnung? Ah. Mach dir keine Sorgen um mich, Justin. Ich habe es endlich gefunden. Gefunden? Ja, Justin, sie. Ich hatte recht, die ganze Zeit. Sie verstecken es hier, in der Kanalisation. Gaff. Oh, barmherzige Proserpina, die Schreie, das Flüstern. Ich glaube, er ist gestorben. Ich habe nichts von seinem Gebrabbel verstanden. Ja. Wir haben schon mal was von Gaff gelesen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch dran erinnert, und zwar im Wolkentempel. Aber wir wissen trotzdem nicht, was es damit auf sich hat. Meine Tochter und ihr Mann sind sehr geschäftige Handwerker. Du hast ihren Stand draußen bestimmt gesehen. Es freut mich, meine Tochter wieder so mitten im Leben zu sehen, nachdem mein Sohn verschwunden ist. Sie standen sich so nahe und als er einfach eines Tages weg war. Sie wollte nicht glauben, dass er sie ohne was zu sagen einfach zurücklassen könnte. Ich möchte glauben, dass Bevin schon immer einen eigenen Kopf gehabt hat und eines Tages. Ach, entschuldigt, ich plapper schon wieder zu viel. Dabei sollte ich doch auf den Kleinen aufpassen. Okay, die Kinderlache ist ziemlich gruselig. Sagt sie da jetzt irgendwas? Nee, okay. Hier waren wir drin. Die Bewohner von Kailum legen wirklich sehr viel Wert darauf, die Stadt so schön wie möglich auszugestalten. Schaut euch nur all diese Blumen an, es ist so herrlich grün. Wart ihr mal auf den weiten Blumenwiesen im Osten von hier? Da ist es wunderschön. Bisher noch nicht. Unter der Stadt verläuft eine weitläufige Kanalisation. Stell dir vor, manche der Häuser haben sogar einen direkten Zugang nach unten. Boah, ekelhaft. Soll wohl im Falle eines Angriffes als Fluchtweg dienen. Aber ich bin heilfroh, dass wir hier keinen haben. Ansonsten könnte ich nachts kein Auge zubekommen. Wart ihr schon einmal in Temura? Ich bin dort aufgewachsen. Aber nach meinen Tagen als Seefahrer hat es mich an ein ruhigeres Fleckchen verschlagen. Oh, haha, ich erzähle schon wieder wildfremden Leuten meine Lebensgeschichte. Meine Frau mahnt mich immer.
Ich habe Hausarrest bekommen, weil ich Mama gesagt habe, sie kann ihr blödes Gemüse selber essen. Sie hat gesagt, ich wäre ein undankbarer Rotzlöffel, weil das Gemüse so teuer wäre hier. Warum kauft sie es dann überhaupt? Es schmeckt doch eh nicht. Wo er recht hat. Kennst du meinen Vati? Er hat dauernd irgendwelche Sprüche parat. Als ich die Zeitungen gestern falsch verteilt habe, hat er gesagt, dass sich nur die Dümmsten und Weisesten nie ändern können. Heißt das, ich habe Hausarrest? Martin im Forst der verlorenen Erinnerungen, da tun sich echt merkwürdige Sachen. Manchmal verschwinden Dinge oder andere erscheinen in dem Nebel. Dinge? Ja, haltet mal Ausschau danach, ganz besonders an Stellen, die besonders nebelig sind. Ich frage mich, ob es irgendwie was mit Magie zu tun hat, weil angeblich vor Jahrhunderten dort ein großer Tempel gestanden haben soll. Aber niemand weiß so recht, was daraus geworden ist. Ich mag Hunde. Noch drei Murmeln. Oh nein, nicht ablenken, sonst mogelt Lukas wieder. Es ist nicht mogeln, wenn ich gewinne. Ich weiß nicht, was er hat. Willkommen, mein Name ist Balthasar und ich darf mit Stolz behaupten, der beste Lieferant von schmackhaftem Obst in ganz Pirke Avot zu sein. Und hier gibt's Waffen. Einmal den Schnittwind, die Stahlaxt und den normalen Dolch. Ich nehme jetzt alles mal mit. Ich will nämlich wissen. Okay, er macht ihn schneller. Aber macht gibt keine Fähigkeit dazu. Schade. Und hier gibt's Tränke. Sehr gut. Oh, Gegengift. Oh, aber das ist so teuer. Nee, danke. Ich werde es wahrscheinlich bereuen, aber... Oh, ein Kunde. Entschuldigt die Unordnung hier in meinem bescheidenen Laden. Ich bin da eh nur ein einfacher Antiquitätenhändler. Meine Sammlung ist zwar bescheiden, aber vielleicht finden sich hier ein paar Stücke für Sie. Was ist denn das? Kann ich diese Münze da mal sehen? Die schwarze Münze hier? Ja, tatsächlich. Diese schwarze Münze wurde aus einem seltenen Material angefertigt, das sich schwarz färbt, wenn es erhitzt wird. Aha. Wenn das keine Fälschung ist, handelt es sich dabei um eine Währung, die zu Zeiten Proserpinas gängig war. Die Händler von Temura verwendeten sie, da sie sich gegen die hier verwendeten Goldmünzen gesträubt haben. Man sah es als Propaganda des damaligen Königreichs an, nach Temura zu expandieren. Ha, was für ein Fund. Wie wäre es, wenn ich euch im Tausch für diese Münze etwas aus meiner Sammlung gebe? Warum haben sie so gezögert? Nun, sofern das unter uns bleibt. Ich habe hier einige Stücke, die ich nicht veräußern dürfte, sondern direkt an die Akademie abtreten müsste. Aber ich schätze, für einen Abenteurer wie euch wären sie bestimmt von Nutzen. Lass es dir durch den Kopf gehen und sprich mich nochmals an. Ich versichere dir, dass du es nicht bereuen wirst. Ich brauche gar nicht lange überleben. Ich meine, Münze geben. Ich habe einen antiken Bogen. Ein verblasstes Diadem. Und... er hat gerade nichts auf Lager, aber hier, das magst du bestimmt auch. Noch meine zuckersüße Erdbeertorte. Kailum ist immerhin in der ganzen Welt bekannt für seine Erdbeertorten. Ja, das höre ich zum ersten Mal. Okay, ich glaube, das habe ich ihr damals gegeben. Also damals, vor gestern, als ich selber noch gespielt habe. Ohne aufzunehmen. Einfach um ihren Fokus zu erhöhen. Ja. Und der antike Bogen. Ein sehr alter Bogen, der noch in sehr gutem Zustand. Ne, da unten haben wir jetzt nichts mehr. Aber mit der habe ich noch nicht geredet. Oh, ich würde viel lieber woanders studieren. Kailum ist gar nicht so toll, wie alle meinen. Es ist total abgelegen und dieser dumme Kanal stinkt. Ja gut,
Da liegt noch eine Perle, Murmel. Da unten ist noch eine Murmel. Und ein Lichtfokus, der einfach so mitten auf den Straßen von Kaelum rumliegt, weil Baum. Der einzige Makler in diesem Fleckland sind diese verrückten Puristen. Ich hoffe, du hattest das Glück, ihnen noch nicht begegnet zu sein. Puristen? Sie versuchen, die Gesellschaft frei von diesem Zauberzeug zu halten und das mit allen Mitteln. Sind gegen die Ekklesia. Manche behaupten sogar, sie stünden mit den geächteten Rebellen im Bunde. Verstehe. Du erkennst sie an ihren weißen Kleidern und sie nehmen ihren Titel sehr ernst. Kaelum ist toll. Es ist ein wunderbar ruhiger Ort, gerade für jemanden, der aus Temura kommt. Ich genieße jeden Tag, den ich hier verbringen kann, bevor ich wieder zurücksegeln muss. Ah, verdammt nochmal, ich habe solche Magenschmerzen. Alles in Ordnung? Keine Sorge, es ist nur der Kaffee. Ich sollte keinen trinken, aber er ist so lecker. Ja. Also das mit dem Lecker kann ich komplett... Oh, ich habe den Typ hier vergessen. Guten Tag, heute kann ich Ihnen unser Süßgebäck zusammen mit einem frisch gebrühten Kaffee empfehlen. Okay. Da ist die letzte Murmel. Yay. Noetik ist eine Lüge. Magie unterdrückt. Zauberei tötet. Was ist das denn? Ob die Leute das wirklich lesen? Ja, gute Frage. Eine Giftbombe. Eine normale Bombe. Was habt ihr hier zu suchen? Glaubt ihr etwa, ihr könntet einfach überall reinmarschieren? Oh, ich... Wir sollten uns entschuldigen. Es tut mir leid, ich wollte sie nicht stören. Zu spät. Ach, ihr Erstsemester seid alle gleich. Aber wenn du schon einmal hier bist, wie wär's, wenn du mir bei einer Kleinigkeit helfen könntest? Ich arbeite gerade in einem Auftrag der Arkanen Akademie. Eine bestimmte Rezeptur, die sich irgendeiner der Schlauköpfe drüben ausgedacht hat. Ich hoffe für dich, dass du nie so wie die wirst, Junge. Nun, mir fehlen ein paar Zutaten für die Rezeptur. Wenn du sie mir besorgst, entlohne ich dich auch dafür. Was meinst du? Lass uns helfen. Alles klar. Was benötigen Sie? Ich brauche eine grüne Essenz. Sie ist äußerst selten. Und wo finde ich das? Nun, von einem grünen Schleimmonster. Aber die sind nicht gerade einfach zu finden. Vielleicht findest du welche im Forst der verlorenen Erinnerungen. Gut, ich schaue mich um. Ich meine, ich möchte ja die Monsterfibel voll bekommen. Deswegen muss ich die Quests annehmen. Achso, ich habe... Ich habe ihr das ja noch gar nicht gegeben. So, jetzt gehen wir noch zu dem Mädchen. Oh, falsche Richtung. Da ist das Mädchen. Du hast sie alle gefunden, wie gut. Gern geschehen, du solltest in Zukunft etwas besser auf deine Spielsachen aufpassen. Aber ich habe doch mit Henry die 7 Schätze der Proserpina gespielt. Da musste ich die Murmeln doch verstecken. Ansonsten sind das keine Schätze. Du hast sie selber versteckt. Und dann vergessen, wo sie sind, ja? Und sobald ich einem Erwachsenen sage, dass ich Ärger kriege, wenn ich was nicht wiederfinde, ist doch alles gut. Moment, was? Du hast... Sie hat dich wohl verarscht. Das nächste Mal kann sie selber suchen. Gewieft. Deswegen hasse ich Kinder. Nein, tue ich nicht. Sie hat dich wohl verarscht. Ja, offensichtlich. Hey, ich gebe dir auch was. Hier, das habe ich neulich aus dem Kanal gefischt. Ein Ring der Stabilität. Ein Ring mit einer besonderen Verzauberung, die die Abwehr des Trägers erhöht. Nicht schlecht. So. Wir gehen jetzt aber nochmal in den Forst der verlorenen Erinnerungen. So.
Oh. Egal, hat trotzdem gereicht. Oh nein. Das ist halt echt krass, wie viel Schaden dieser Pilz mit seinen Sporen macht. Das sieht doch wie ein Schleimmonster aus. Sehen wir mal, ob es etwas grüne Essenz hergibt. Mehr als wir uns oft hatten. Moment, wie... Ja. Herzlichen Glückwunsch. Schwerthieb. Zack. Ja. Ich habe keine Ahnung, was das Aufladen bringt. Oh. Weil mehr Schaden macht es dadurch ja eigentlich nicht. Ja, und ansonsten ist es halt so wie sonst auch. Einfach draufhauen, bis das Vieh kaputt ist. Ich probiere mal den Diamantregen. Oh, und wir dürfen nochmal. Sehr gut. Ja, aufladen darfst du ruhig öfters machen. Habe ich nichts dagegen. Dann haut es nämlich nicht auf mich drauf. Und jetzt noch den Springquell. Und jetzt ist es tot. Yay! Und wir haben die grüne Essenz bekommen. Aber keine Erfahrungspunkte. Na endlich, denn nichts wie zurück zu dem Tränkebrauer. In der Arkanakademie. So. Ich bin gerade am Überlegen. Ich speichere mal. Gegner wurden überrascht. Yes, sehr gut. Eins ist immerhin mal tot. Und zwei Windgeister sind tatsächlich auch nicht so gefährlich wie... wow. Wie Windgeist und Pilz dazu. Warum treffen die jetzt nicht mehr? Danke. Ja, weil... dieser Pilz einfach so viel Schaden raushaut. Das ist nicht mehr schön. Habe ich bisher alles. Ja, sieht gut aus. Aber ihr seht, wir haben noch jede Menge vor uns, bis wir die Monsterfibel gefüllt haben. So. Der war jetzt da lang. Dann da lang. Dann da hoch und da rein.
Ich habe die grüne Essenz gefunden. Tatsache, dann lass mal sehen. Sehr gut, ich danke dir für deine Hilfe. Hier, das hast du dir verdient. Ja, gern geschehen. Und jetzt nichts mehr raus hier. Ich muss mich auf die Rezeptur konzentrieren. Oh, das kann nie und nimmer echte grüne Essenz sein. Wahrscheinlich hat der Junge einfach eine überzeugende Fälschung hinbekommen. Diese Schlammmonster sind auch schon Jahrzehnte verschwunden. Tja. Ich bin halt Sean. Für mich ist nichts unmöglich. Aber ich bin gerade im Überlegen. Da war ich drin. Es gibt aber noch... Eigentlich. Wusstest du, dass Lebenshauch, die Kraft, die wir bei Noetik anwenden, auch in Menschen selbst vorzukommen scheint? Es gibt noch nicht viele Untersuchungen dazu. Stell dir vor, ein Pionier auf dem Gebiet zu sein. Was ist Noetik? Einfach gesagt, Zauberei. Aber ich habe gehört, dass Leute von der Akademie es lieber Noetik nennen, weil Zauberei nach faulen Tricks klingt für sie. Okay. Ja, wir gehen jetzt einfach mal rein. Oh, Entschuldigung, ich habe dich nicht gesehen. Autsch, mein Kopf. Ich brauche schon wieder eine neue Stimme. Ich kann nicht so viele Stimmen. Hilf ihm auf. Warte, ich helfe dir. Alles in Ordnung? Du meinst, außer dass du gerade gegen seinen Kopf geknallt bist. Keine Sorge, mir ist nichts passiert. Ich muss mal meine Stimme üben. Alles in Ordnung? Ah, Entschuldigung. Alles in gut. Der Fehler wurde noch nicht behoben, finde ich geil. Dieser Kerl ist komisch. Ach, ja? Er ist nicht von hier. Angeblich ist er ein begabter Heiler. Oh, tatsächlich? Wir wissen ja, dass Heilungen da schon... Also Heiler ziemlich selten sind, also... Heilers. Viele Quacksalber. Verkaufen einem Kuhmist als Heilmittel. Meine Frau kann euch eine lebhafte Geschichte dazu erzählen. Du bist sehr gesprächig, was? Nun, es ist doch nicht gerade viel los hier. Komm schon, wir müssen zu Raphael und Masame. Ja, Raphael und Masame müssten im Obergeschoss sein. Das sind sie auch... Ich möchte nur schnell da nach hinten. Bevor ich irgendwas anderes mache und ich hier noch so viel zu lesen und der Part ist schon wieder so lang und... Oh. Naja, ich hole jetzt noch da unten die Truhe. Lebenshauchstab. Also, wir haben ja festgestellt, der Typ, den wir gerade angesprochen haben, ist ein Heiler. Wir haben einen Beziehungsbonus erhalten, weil wir ihm aufgeholfen haben. Das heißt, er wird in unsere Gruppe kommen. Und, ja, also, sollte eigentlich klar sein, dass er unser Heiler sein wird. Und... er dann die Stäbe bekommt. Der Lebenshauchstab verstärkt Magie. Okay. Alles klar. Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Noomina. Ich freue mich schon auf den nächsten Part und bis dann. Ciao, ciao.